So kommen wir auch von Plattform zu Plattform. Das ist schön. Dann kann ich mich hier schon mal etwas umschauen. Und komme auch so rüber. Aber das bringt mir hier anscheinend nichts. Schade. Dort hinten ist noch ein Weg. Und dort vielleicht auch. Naja, gehen wir erstmal wieder zurück. Zurück. Sprunghaft, sprunghaft. Sehr schön. So, dann gehen wir wieder nach oben. Aufzug. Aufzug de la Aero. Und die haben Farben. Oh. 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 Upsi. Okay. Das heißt, die gehen nach einer bestimmten Zeit runter, oder? Ah. Weil ich die runtergebracht habe, sind die an der Seite hochgegangen. Die haben auch die gleiche Farbe. Verstehe. Das heißt, jetzt gehen die an der Seite... Okay, das ist die Ausgangsstellung. Oh, hoffentlich komme ich darüber. So, das heißt, ich muss jetzt erstmal schauen, was bringt. Okay, lass mich überlegen. Die sind hier diagonal und der wird dementsprechend auch dafür sein. Das heißt, wenn ich jetzt oben bin, verschaffe ich mir nochmal einen besseren Überblick. Und dann schaue ich mal, wie ich das anstelle. Also, wir müssen... Eigentlich ist das ganz einfach. So. Wir werden jetzt erstmal natürlich auf die Mitte gehen. Dann gehen wir nach rechts. Dann springen wir nach links. Weil dann sind hier links die Teile. Und... das diagonal lilane, das wird da an der Seite auch hochkommen. Und wenn wir hier an der Seite sind, wird das Teil da hinten wieder hochkommen. Das heißt, ich darf jetzt nur nicht sterben. So. Und so. Und geschafft. Ah, geht doch. So, und was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Dann ein Ballschalter. Oh, na gut. Pelican, komm mal her. I have important mission for you. So, der Ballschalter wird dann mit höchster Wahrscheinlichkeit die Tür öffnen. So. Oder es kommt einfach irgendeine Prinzessin mit einem Clownsgesicht. So, jetzt geht das nach oben. Und das macht... Kling. Die Tür ist auf. Sehr gut. Dann springe ich jetzt nur runter. Weil mehr brauche ich jetzt auch nicht zu tun. So. Und auf geht's zum nächsten Rätsel. Oh, guck mal. Was sind denn da? Andere Lebewesen. Double Kill. Die wollen wir hier nicht haben. Nein, das ist unser Abenteuer. Oh nein, da hinten sind wieder viele Gegner. Das heißt, wir schicken den Ball voraus. Bam! Was sind da denn noch für Viecher? Ui! Das war knapp. Was ist das? Das sind komische schildkrötenartige Alien-Viecher. So, das habe ich jetzt kaputt gemacht. Jetzt habe ich aber nicht so ganz auf den Weg geachtet. Das ist zu und das bleibt auch zu. Okay. Sehr gut. Kurz an der Nase gekratzt. Dann geht es ja auch schon weiter. Hm. Irgendwie ist mir dieser Raum nicht ganz geheuer. Wow. Wow. Ach so. Und tschüss. Sehr gut. So viel nochmal zum Thema einfach den Ball vorschicken. Ist ein ganzes Stück schon einfacher. Wow, shit. Shit, shit, shit. Wow. Das war eine... Au, schlechte Idee. Au, au, au. Ball, 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 ball.
So, gut. Der Ball bleibt jetzt besser mal bei mir. Wenn wir nochmal hier lang gehen, bleibt das zu. Hä? Woher kam denn jetzt das komische Geräusch? Hier ist noch irgendwas. Aber hier kommen jetzt keine Gegner mehr. Das ist auch schön. Schön ist das. Wunderbar. Und dann geht es hier mal wieder raus. An die frische Luft. Und die Stadt ist noch größer, als wir zuerst annahmen. Meine Güte. Und wieder ein mannigfaltiges Rätsel. Und eine schöne lange Brücke. Und man sieht wunderschön, wie die Texturen nachladen. Wunderbar. So. Das Feld ist sehr offen. Und das heißt, hier werden bestimmt auch viele Gegner kommen. Und wir haben noch zwei Geheimnisse zu finden. Okay. Erstmal hier nachschauen. Ist hier noch irgendwas? Ich kann die Sachen ja so alle einzeln nicht aufmachen. Soll der Ball erstmal nach unten gehen. So. Und dann schauen wir uns hier Stück für Stück um. Hier ist wieder ein Rätsel. Auf der anderen Seite auch. Gut. Schauen wir erstmal hier. Was haben wir? Wow. Immer diese Gegner, die einfach an der Ecke sind und warten. So, das können wir drehen. Und dort sind verschiedene Symbole. Oh. Und, oh. Dort Ballschalter. Und hier ist ein Spielerschalter. Das heißt, wir... Ach so. Wir müssen eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Fragezeichen. Ist hier hinter noch was? Nein. So, jetzt ist die Frage, müsste ich das von oben nach unten lesen oder von unten nach oben oder einfach alles gleichzeitig? Egal. Dorthin, wohin das Teil guckt, dort geht's auf. Sehr schön. Ich habe gerade schon gedacht, das Teil geht wieder zurück. Okay, das oberste ist aktiviert. Das heißt, wir können es nochmal drehen. Den Ball nehmen. Auf den Schalter setzen. Der ist jetzt auch aktiviert. Und dann können wir uns selber draufsetzen. So, damit hätten wir schon mal das erste, in Klammern leichte, Teilrätsel gelöst. Und ich will meinen Ball wieder haben. Weil ohne Ball ist es leichter, sich zu verteidigen. Oh, und das geht dann wieder in mehreren Etappen nach unten. Bereich abgeschlossen, das ist schön. Und dann schauen wir mal, was die andere Seite uns zu bieten hat. Ich nehme mal an, dass das Rätsel in etwa genauso sein wird. Bang. Bang, bang. He shut me down. Bang, bang. Ich sehe euch. Okay, zwei Gegner sind im Raum. Rauchgranate. Oh. Komm, dich kriege ich auch so. Hey, ja. Bam. Moment, du magst Wasser nicht. Egal. Das ist echt ekelhaft. Wenn so ein Gegner nicht mal mehr einen Meter vor dir steht und dann einfach zerfetzt wird. So, schauen wir uns hier mal um. Was gibt's hier denn alles? Man kann hier drauf. Oh, hier ist ein Geheimnis. Das war Glück, dass ich da drauf gesprungen bin, konnte tutentun teteretel. Ich frage mich, ob ich da so hochkomme. So.
nicht. Ich glaube doch, dass ich da so hochkomme. So, hopp. Sind da Zeichen? Nee, das ist aber Holz. Ich verplemper Zeit, indem ich mir Sachen einbilde. Springen. Na okay, dann versuchen wir erstmal das Rätsel. Vielleicht bringt uns das dann weiter. Schauen wir mal in die Richtung. Es ändert sich nichts. Drehen wir das Teil nochmal. Hä? Ach so, jetzt haben sich die Teile gedreht. Ah. Verstehe. So kommen wir hier drauf. Und so können wir fast zum Geheimnis kommen. Ah. Aber jetzt muss das doch hinhauen, oder? Was ist denn, wenn ich dorthin gehe? Dort lodert Feuer vor sich hin. Und ich komme sogar hier drauf. Oh. Oh. Wo komme ich? Ach so, so kommt man dann hier rein. Okay, aber da sind zwei Gegner. Das heißt, ich positioniere erstmal schön den Ball. Whoop. Du stellst dich schön vor die Tür. Ach so, der Schatten ist dafür. Das heißt, das andere... Wow, Teilrätsel ist sehr wahrscheinlich. Hör auf! So. Hier das andere Teilrätsel ist dann bestimmt hierfür. Dann versuche ich den nochmal nach dort zu drehen. Okay. Wir müssen die sehr wahrscheinlich so ausrichten. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch richtig springen. So. Hops. Eins. Zwei. Drei. Nein. Verdammt nochmal. So. Nächster Versuch. Ich will das Geheimnis. Jawohl. Geheimnis 3 von 4. Huixtoquihuatl. So. Ah, manche Namen sind sowas von schwer zu lesen und dann auch auszusprechen. Eieiei. Die Opferungen wurden beendet. Dank den Göttern. In der goldenen Stadt wäre der Wind gezähmt worden, berichten sie. Die kühle Luft der Hochländer durchströmt auch den Altepetl. Was ist denn jetzt der Altepetl? Tepetl kennen wir ja, aber nicht Altepetl. Naja, die Menschen verändern sich. Sie erblassen angesichts der Ermüdung. Sie behaupten, es läge an der Ferne der Sonne. Die Folge falschen Lichtes. Nun gleichen sie mehr Göttern denn Menschen. Okay. Das heißt, die Gegner, die wir hier gerade die ganze Zeit munter kaputt machen, sind das jetzt doch Menschen, die zu, in Klammern, Göttern geworden sind? So, nächste Etage. Wasser! Yay! Yay! Kugel bleibt bei mir. Wir müssen uns um die nächsten Rätsel kümmern. Und das schaffe ich nicht allein. Ein Ballschalter. Naivität siegt bei mir nicht. Ich will nicht schon drücken. Wer weiß, was passiert. Vielleicht mache ich mir so auch den Weg zu einem Geheimnis kaputt. Das wäre spieltechnisch zwar ziemlich bescheiden, aber es wäre möglich. Ui, okay, da muss ich mich mit dem Ball gleichzeitig draufstellen. Und the all-seeing eye oder sowas in der Art. Na, gerade habe ich hier doch rumgeglitscht, egal. Dann springen wir nochmal. Und aktivieren es.